Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, aber heute gar nicht so neu entdeckt, denn ich, der Max und der Christian machen heute mal eine Ansage. Ja, ich finde, habt ihr schon mal auf die Minutenzahl geachtet? Euer Download ist auch verdammt klein heute. Es ist einfach eine Sonderausgabe ohne Filmbesprechung. Ja, und es ist die erste Aufnahme 2017? Ja, weil Sissy haben wir noch ganz flott im Dezember 2016 inzwischen geschoben. Und wir hatten viel Zeit zum Nachdenken, aber ja, richtig viel Zeit. Und das Thema Zeit ist eben ein Thema, was uns immer umtreibt. Ja, um ehrlich zu sein, wie das Wunder bei solchen coolen Podcasts wie Second Unit, Bahnhofskino, Cinecouch, Lichtspielcast, Spätfilm nicht ganz so, Lichtspielcast vielleicht auch gar nicht so sehr. Also es gibt eine Reihe von deutschen Filmpodcasts, die extrem fleißig jede Woche liefern. Keine Ahnung, wie die das machen. Das heißt, eigentlich haben wir schon eine Ahnung, wie die das machen. Die reißen sich ganz schön ordentlich am Schlüpper und sind noch nicht so hart berufstätig wie wir. Ja, oder die haben halt die sind halt mehr Leute. Dann kannst, also Cinecouch hat ja auf jeden Fall den Vorteil, ja, dass es viele Leute sind. Dann kann jeder mal und dann fällt es nicht auf, wenn einer mal in Anführungszeichen fehlt. Und wir sind da knallhart. Wenn wir es nicht zu zweit machen, dann ist es eine Sonderausgabe. Kann man so sagen. Na, fast. Wenige Ausnahmen. Wir behelfen uns auch mal mit dem ein oder anderen Gastspiel, was übrigens auch etwas ist, was gerne mal Zeit nimmt. So ein Gastspiel woanders, was wir aber eigentlich auch gerne weiterhin machen wollen. Also ich weiß zum Beispiel, du hast da was schon wieder mit dem Lichtspielcast vor. Ja, Michael Mann muss noch weiter betrachtet werden. Genau, Teil 2. Haben wir mal jemals darüber gesprochen, dass du Teil 1 aufgenommen hast? Haben wir das den Leuten erzählt? Ich bin mir nicht sicher. Ja, nur, dass ich es mal gehört habe. Ja, beim Lichtspielcast könnt ihr Max also, ich glaube, stattliche 2,5 Stunden über eine Hälfte des filmischen Oeuvres von Herrn Mann sprechen hören. Ne? Genau, Lichtspielcast, und zwar ist das eine Bonus-Episode, die muss man also, wenn man über die Webseite geht, glaube ich, ein bisschen suchen, die taucht da, ja. Aber bei den Podcatchern kann man die einfach so sich raussuchen oder bei iTunes. Ja. Und jetzt habt ihr auch eine Bonus-Episode, und diese Bonus-Episode soll euch eigentlich mit vielen Worten jetzt sagen, wir erscheinen ab sofort einmal im Monat. Ja, also wir geben uns, also wir haben uns ja schon mit unserem Thema, den alten Film, sozusagen in eine besondere Nische verzogen und uns vom Hype entfernt. Bei uns muss nicht auch noch eine Star Wars Rogue One Rezension durch. Den ich mittlerweile gesehen habe. Ja. Einschub. Das darfst du jetzt in diesem kurzen Bonus-Ausgabe. Dafür müsst ihr am 29. Januar wieder euren Podcatcher anschmeißen. Denn das wird das Datum sein, wann die erste Ausgabe produziert in 2017 und in diesem neuen Rhythmus erscheint. Das ist dann auch welche Nummer eigentlich? Darüber sollten wir gleich noch sprechen. Ach, ich dachte übrigens gerade, dass du das auf deinem Smartphone gerade nachgeguckt hast. Nee, ich habe gerade festgestellt, ich habe mein Smartphone gar nicht weggelegt und ausgeschaltet. Ja, das würden wir aber hören, wenn es komische Geräusche macht. Und wollten nur das Datum überprüfen. Nee, das ist wahrscheinlich die 114, 15, irgendwo in dem Bereich. Was wahrscheinlich ist, versuche ich mal nicht laut auszusprechen. Wenn es in der nächsten Folge hören. Was sehr wahrscheinlich ist, meine Güte. Was sehr wahrscheinlich ist, ist das, nein, nicht wahrscheinlich, meine Güte, jetzt hänge ich auch noch so fest. Also, was garantiert der Fall ist, einmal im Monat gibt es eine neue Ausgabe Wiederaufführung. Wir werden uns, glaube ich, deswegen auch öfter, als wir es, also sozusagen dichter hintereinander, auch immer wieder mal über Filme austauschen, die im Livu laufen. Ne? Die sozusagen, Max guckt noch so, oh, wer weiß. Es ist auch so, dass wir gedacht haben, wenn dann einmal im Monat eine Folge kommt und wir zwischendurch einen guten Anlass haben, dann kann es natürlich plötzlich auch mal zwischendrin eine geben. Das ist natürlich überhaupt nicht ausgeschlossen, aber erwarten dürft ihr von uns ab sofort einmal im Monat. Und wir haben gedacht, jeden letzten Sonntag. Ja, also jeden letzten Sonntag. Was ist das denn? Im Monat. Ja, also der letzte Sonntag eines Monats. Alter, für euch ein richtiger Freitag. Ich möchte übrigens kurz anmerken, wir werden das nicht tun, aber ich bin kurz vor Abbruch dieser Aufnahme und eine zweite. Wir machen das jetzt nicht. Wir sitzen noch voll im Licht. Ja, nee, bei mir hat auch eben gerade erst der Groschen ist eben erst gefallen, als du sagst, wir über Filme, die im Livu laufen, dachte, ja, aber die aktuellen Filme. Das nein, wir ändern nicht deswegen, alles. Deswegen, nein. Wir machen weniger, aber davon von den coolen Sachen noch mehr. Gott. Und wer nicht weiß, ne, wer jetzt zum Beispiel vielleicht gerade erst angefangen hat, die Wiederaufführung zu hören, wir sind halt ab und zu mal im Kino, weil Max arbeitet dort und zeigt dort alte Filme in der LIVU Lichtspieltheater wundervoll Schatzkiste. Und das sind eigentlich, glaube ich, auch
Das sind mir auch schon die ganz lieben Ausgaben, so wenn man sowas wie Blade Runner gerade auf der großen Leinwand geschaut hat, nicht? Ach, ich könnte da jetzt noch so einige Filmtitel nennen, da könnt ihr auch gerne in unserem Archiv auf der Webseite wiederaufführung.de mal nachschauen. Ja. Da gibt es dann auch Folgen, wo Christian immer ganz selbstbewusst sagt, aber was ich euch garantieren kann, nächste Woche gibt es wieder eine neue Ausgabe. Ja, das stimmt. Das ist so holt uns die Zeit ein. Ja, ich meine, wir haben ja mal angefangen mit alle 14 Tage. Ich finde, wir haben angefangen mit 2 Filmen pro Folge. Ja, also ihr merkt schon, es wird, es sah aus, als würde es mehr werden. Das war dann auch schon eine Mogelpackung und jetzt wird es auf jeden Fall weniger. Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall mindestens genauso gut bleibt. Und ich persönlich merke, dass ich schon richtig Vorfreude bekomme, jetzt mir das Jahr 2017 so ein bisschen zurechtzulegen. Wir bleiben sicherlich auch ein bisschen ein Stück weit dabei, dass wir uns abwechseln darin, wer dann so den Film in den Podcast hineinbringt. So ist auch immer genug Platz für meine Gedanken und Wünsche und Bedürfnisse und Max genauso. Also ich kann deswegen nur sagen, an dieser Stelle tut mir leid, heute keine neue Ausgabe und am 29. Januar geht's dann los. Wir können doch auch schon mal ankündigen, welchen Film wir uns da reinziehen. Ja. Weil da haben die Leute auch vielleicht sogar die Chance, den noch in einem Kino ihrer Wahl zu gucken. Kann das sein? Kriegt er nicht gerade ein? Also irgendwo in Deutschland läuft er dann vielleicht noch. Bei uns hier in Rostock ist er dann schon wieder durch. Es geht um Marketa Lazarova. Der feiert nämlich dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum von 1967. Und in Deutschland aber, seine Kinopremiere. Genau, hatte am 1. Dezember 2016 sein Kinostart, auch wenn er dann als Wiederaufführung gelistet wird, bei den meisten. Wer jetzt die Kinosichtungen nicht geschafft hat oder nicht schaffen konnte oder es bei ihm nicht lief, dafür gibt es dann von Bildstörung, DVD und Blu-ray sicherlich in absehbarer Zeit. Jetzt. Genau, das hatten die noch nicht festge. Einen finalen Termin weiß ich auch nicht. Ich glaube, die gucken sich jetzt mal ganz genau an, wer ins Kino so geht, wie viele Leute das interessiert und wünschen sich natürlich ganz viele Menschen, die sagen, oh, jetzt habe ich den verpasst im Kino, ich brauche jetzt die Blu-ray. Genau. Ja, also das ist insofern auch ja auch eine ganz besondere Ausgabe, aber das machen wir dann am 29. könnt ihr euch das dann anhören. Jetzt sagen wir einfach mal bis demnächst und ihr könnt uns gerne sagen, was ihr so davon haltet. Ja, bitte, ja, also wir müssten eigentlich dafür noch einen Hashtag am Start haben. neues Jahr, alles anders. Ja, vielleicht finden wir noch was Besseres, vielleicht finden wir auch nichts, aber ihr findet uns auf jeden Fall einmal im Monat, am letzten Sonntag eines Monats. Bis dahin, auf Wiederhören. Guckt Film, macht Spaß dabei.